Wie kann es sein, dass Menschen jeden Morgen früh aufstehen, zum Bus laufen, den ganzen Tag eine Arbeit machen, die sie gar nicht wirklich machen wollen, die keinen Ausweg finden, aus dem Hamsterrad herauszukommen? Und andere Menschen, die tun, was sie lieben, die ihre Berufung gefunden haben, die Glück und Erfüllung in ihrem Tun erleben und dafür noch gut bezahlt werden? In diesem Video erkläre ich dir, wie du innerhalb kürzester Zeit, nämlich während du dieses Video schaust, deine Berufung finden wirst und alle dazugehörigen Blockaden lösen kannst. Glaubst du mir nicht? Dann ist es vielleicht der erste Grund, der dich jetzt daran hindert, deine Berufung zu finden. Dieses Video ist magisch und wenn du es zulässt, dann wird dieses Video dein ganzes Leben verändern können. Das verspreche ich dir. So viele Menschen schreiben mir: Silvia, ich weiß nicht, was meine Berufung ist. Ich habe keine besonderen Gaben, Talente, Fähigkeiten. Ich weiß eigentlich gar nicht, was mich begeistert, was mich wirklich erfüllt. Und ich helfe dir jetzt, Klarheit zu bekommen, was deine Berufung ist. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist, was hält dich denn ab, deine Berufung zu finden? Und das sind Erwartungen. Erwartungen zerstören alles. Zerstören, dass Menschen beginnen, ihre Berufung zu leben, weil sie eine Erwartung haben, dass diese Berufung etwas Großes ist, etwas Weltveränderndes ist, wie Mutter Teresa ihre Berufung gefunden hat. Und diese Diskrepanz zwischen dem, wo wir jetzt stehen und wo diese weltbewegende, weltbedeutende Berufung ist, die ist so groß, dass Menschen die Motivation verlieren zu beginnen. Deine Berufung ist so weltbedeutend wie das, was Mutter Teresa gemacht hat. Das ist so. Auch wenn das für dich ganz anders aussehen wird. Aber die Erwartungen, wie das sein soll und wie großartig das ist und wo du jetzt stehst und dass du diesen Weg niemals schaffst, das ist eines der größten Frequenzkiller. Und Frequenz spielt eine ganz große Rolle, wenn es um deine Berufung geht. Was ist deine Berufung? Deine Berufung ist deine Seelenfrequenz. Es ist deine Essenz. Es ist das, was dich ausmacht. Es ist das Geschenk, das du hierher mitgebracht hast. Jeder Mensch trägt dieses Geschenk in sich. Absolut. Und deine Seele schwingt in dieser Frequenz und du bist deine Seele. Deine Seele ist nicht nur ein Teil von dir, die getrennt ist, sondern du bist deine Seele. Und deine Seele sendet dir ständig Impulse, was deine Berufung ist, was deine Seelenessenz ist. Aber wir schließen die Augen, wir schließen die Ohren, wir trampeln auf unserer Berufung herum. Und dadurch können wir sie nicht erkennen. Unsere Berufung ist unser inneres Navigationssystem, das uns immer Erfüllung und Glück schenken wird, wenn wir beginnen, darauf zu hören. Und was lässt uns die Augen schließen, die Ohren schließen und darauf herumtrampeln? Das sind vor allem unsere Ängste. Unsere Ängste, dass wir nicht das Recht hätten, unsere Berufung zu leben, dass wir nicht gut genug wären, dass wir scheitern können. Deswegen fangen wir lieber gar nicht an, dann werden wir niemals damit konfrontiert werden, dass wir gescheitert sind. Es sind Glaubenssätze, Ideen, Programmierungen, die wir in uns tragen, von unseren Eltern, unserer Gesellschaft, die uns erklären wollen, wie die Welt funktioniert, die uns erklären wollen, dass wir erst bestimmte Dinge tun müssen, damit wir irgendwann ein bisschen Glück erfahren können, erstmal ganz viel hart arbeiten müssen und niemals diese Erfüllung finden würden. Aber
Erfüllung und Glück sind Seinszustände. Das ist nicht etwas, das du durch Arbeit erreichst, sondern Glück und Erfüllung ist deine natürliche Frequenz, ist das, was du bist. Und das ist manchmal nicht immer so logisch. Und Dinge, die du bist, die kannst du in dir nur entdecken, indem du beginnst, dich zu fühlen, dich zu spüren, dich wahrzunehmen. Weil dieser innere Kompass immer funktioniert, auch wenn du denkst, dass du ihn verloren hast. Du kannst ihn wieder erwecken. Und in jedem Moment kannst du erkennen, was sich gut anfühlt, was sich richtig anfühlt, was du bist, wo deine Begeisterung liegt und wo nicht. Du kannst das wieder in dir wecken. Vielleicht dauert es ein bisschen, aber jeder kann das. Und wenn du dich selbst beginnst zu leben und vielleicht Dinge tust, die sehen erst einmal vollkommen unlogisch aus, wird dir das den Weg weisen zu dieser großen Berufung, die wir alle in uns tragen, zu diesem Erfolg und diesem Glück, das wir alle verdient haben, das unser Geburtsrecht ist. Es gibt noch zwei wichtige Sachen, die ich dir mitgeben möchte auf dem Weg. Das erste ist, auch ein ganz großer Frequenzkiller ist unsere Wünsche, das, was wir wollen. Unser Wollen hält uns ab von dem Erreichen, von dem Ankommen. Weil Glück und Erfüllung ist ein Seinszustand. Und etwas zu wollen, das lässt uns immer in diesem Zustand des Wollens, des Wartens und niemals in des Ankommens. Du hast im Grunde schon alles, was du brauchst. Du musst nur beginnen und das ist die nächste wichtige Sache. Du musst in die Umsetzung kommen. Es reicht nicht, ein Vision Board zu machen, mit wo du schöne Bilder draufklebst, was du gerne alles dir manifestieren möchtest in deinem Leben. Es reicht nicht, dir es dir einfach zu wünschen, es zu visualisieren, zu meditieren darüber und dann zu hoffen, es kommt irgendwie in dein Leben. Das funktioniert nicht. Wir leben in einer physischen Realität und das bedeutet, du musst beginnen, in die Aktion zu gehen. Du musst handeln. Du musst handeln, damit du Ergebnisse erhältst. Das ist so, so wichtig. Wenn auch du an dem Schritt jetzt stehst und deine Berufung, den Erfolg und das Glück endlich leben möchtest und Unterstützung brauchst, ich habe einen wundervollen Kurs erschaffen, um dir dabei zu helfen, damit du endlich in die Pötte kommst, endlich in die erfolgreiche Umsetzung deine Berufung findest und sie leben kannst. Melde dich an für ein kostenloses Orientierungsgespräch. Mein Team und ich, wir freuen uns auf dich, denn deine Berufung zu leben ist dein Geburtsrecht. Es gibt nichts Wichtigeres, nichts Schöneres, als das zu tun. Und ich spreche aus Erfahrung. Namaste.